Hallihallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu meinem riesigen Opening. Ich habe ja mit Piken oder hauptsächlich ich alleine ein wenig was zusammengefahren für ein riesiges Opening. Ich weiß, es gab größere Openings, zum Beispiel von Gennerson, ein englischer, amerikanischer YouTuber, hier auf diesem Server. Der hat einen Stack Warzone Crates geöffnet, aber uns ist es auch nicht schlecht, was das alles ist. Zeige ich euch gleich, aber zuerst mal möchte ich mich bedanken bei allen, die mitgemacht haben oder mitgeholfen haben. Zum Beispiel Selinachen, glaube ich, hieß sie, und CocoXD haben da sehr viel mit beigesteuert. Also herzlichen Dank an euch und auch sonst an alle, die mitgemacht haben, beziehungsweise so eine Rune mal gespendet haben oder sowas. Finde ich sehr nett. Okay, kommen wir zum Opening, denn den Rest interessiert euch eh nicht, vor allem nicht, wenn ihr Zuschauer seid, die das Video angeklickt haben, weil ein riesiges Opening im Titel steht. Ich bin jetzt hier zusammen mit dem Piken, mit dem ich das Opening mache, weil er auch super sehr stark damit beteiligt war. Nein, Spaß. Also, ja. Hallo. Gut. Zu den Sachen, was wir haben. Ihr seht hier jede Menge Kisten, die sind jetzt nicht alle voll, aber es sind einige Sachen da. Hier sind Enchanting Crates, insgesamt 9 Stück, aber eine 10er, also insgesamt 18 Enchanting Books werden wir bekommen. Jede Menge Name Fragment Crates, die sind jetzt nicht so wertvoll, aber ich will sie trotzdem haben. 15 Warzone Crates, die sind richtig schwierig zu erfahren. Allerdings muss ich sagen, dass bei mir, also ich hatte eigentlich 12 mehr gefarmt. Aber es sind einfach irgendwann 12 Stück aus meinem Ender-Chest rausgebackt. Das ist so schlimm. Das war einen Tag, nachdem ich das letzte Video geuploadet habe, hatte ich dann 12 in meiner Ender-Chest und danach waren die einfach nicht mehr da drin. Danach war ich ein bisschen mad. So, ein Magic Timber, darauf freue ich mich auch richtig. Ein bisschen was an Konfetti, aber nicht viel. Eine Buried Treasure, die ist übelst OP. Da kann man zum Beispiel ein OP KO Sword rausholen. Das heißt nur KO Sword. Kann man ziehen, das One-Hitted einen Gegner einmal. 16 Legendary Relics und 51 Runen. Das ist jetzt nicht so krass, aber wie gesagt, ich habe mich mehr auf die Warzone Crates spezialisiert. Dann Orseed Boxes, eine 1er und eine 15er. Ein Deck of Cards. Und dann gesponsert von der lieben CocoXD. Diese ganzen Sachen. Allerdings entscheidet sie selbst, was mit den Sachen passiert. Deswegen ist das in einer separaten Kiste. Aber hier wären nochmal insgesamt 18 Enchantings. 3 Immortal Stones. Dann nochmal 3 Warzone Crates. 6 Ore Seeds. 8 Ancient Runes. 4 Legendary Relics. Die Arcane Charm. Okay, naja, die ist nicht so gut. Und eine Name Fragment Crate drin. Also, ja, das ist richtig OP. Ich würde sagen, womit beginnen wir? Mit dem schlechtesten, mit Ancient Runes, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, hier. Du kriegst hier eine Mehrheit. Naja. Wie viel hast du jetzt? Ich habe 25, du hast 26. Wollen wir alle auf einmal platzieren? Ja, wir platzieren jetzt alle auf einmal. Wir gehen hier so hin. Dann machen wir. Die Essen explodieren schon. Okay, das ist witzig. Ah, ich werde die ganze Zeit gegen die Wand gedrückt. Ich kann mich gar nicht bewegen. Und er greift sich alles ab, genau. Naja, alles was rauskommt, tun wir in diese Kiste rein, ja? Okay. Erstmal nichts behalten, tun wir alles, okay, vielleicht diese Kiste nicht so gut. Tun wir es lieber in eine Kiste, die komplett leer ist, zum Beispiel die hier. Okay. So, rein. Ich habe jetzt noch 6 Stück, die konnte ich leider nicht platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal sehen, wo ich jetzt hingeboostet werde. Ah, ich wurde gar nicht mal so weit geboostet. So, es kam natürlich Crab raus. Mal gucken. Nein, okay, die Emerald Spawner sind nice. 3 OP Goldäpfel auch. Die Rüstung, naja. Hätten wir sie verkauft, hätten wir 8-mal so viel rausbekommen. Ja. Aber nun, das weiß man vorher. Diamond Block sieht Level 4. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir gleich weiter mit den Ancient Runes. Hier. Das sind Legendary Relics. Ja, genau. Platzieren wir auch alle, oder? Warte, hier, guck mal, hier sind noch 2 Plus. Okay, danke. Ich habe aber genau aufgeteilt. Okay. Ja, aber da waren noch welche in der Kiste von Kuppel. Ach so. In okay. Dieser Kiste, oder? Ja. Okay. Das ist aber eigentlich separat.
Jetzt wissen wir nicht mehr, jetzt wissen wir nicht mehr, was... Oh, ups. Jetzt wissen wir nicht mehr, was davon Coco gehört. Ja, schade. 50.000 Stars, obwohl, eigentlich ganz gut. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Name-Fragment oder Paper Schematic. Guck mal, ich will dir mal was zeigen. Ida ist ein Skelett. Ha, One-Hit. Okay. Oh, keine gute Idee, das hier zu placen, stimmt. Ja, dachte ich auch. Also ich dachte, du willst dich jetzt so... Hier, nein, ich brauche irgendwo einen freien Platz. So, hier so. Eins. Hä, hey, genau wie ich da drin rumbacke. Hilfe! Ich bekomme Schaden. Wo bist du denn hingeflogen? Ha, meins. Wie viele Spawn-Eggs wir einfach haben. Ja. Okay, ich habe noch 4 Stück, du. Lol, sah das krass aus. Du bist einfach weggeflogen. Oh, nice. Ich habe 2 Economy-Tickets für 100.000. Super Cookie. Okay, das ist cool. So, alles in die Kiste tun und dann. Weiß nicht, womit wollen wir weitermachen? Mit dem Konfetti, oder? Ja. So, Ja, mach dir mal die Hälfte. Ja, so. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, du hast jetzt. So, jetzt passt es. So, aus dem kommt ja bekanntlich eher weniger gutes Zeug raus. Aber, na gut. Lol. Ich auch. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe gerade einen Warzone Creator rausbekommen. GG, noch mehr Warzone Crates, jede Menge Spells und noch eine Warzone Crate, das ist natürlich nice, also 17 Warzone Crates. So, das ist ja übelst OP, wusste ich gar nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den Immortal Stones, oder? Okay. So, wir platzieren abwechselnd. Beginn du. Hui, obwohl Boosten bringt im Haus eher weniger. Egal. Ja. 5 OP-Goldäpfel. Okay. Das ist sehr mies. Ich meine, du kannst hier Immortal Kids bekommen und was bekommen. Oh, ernsthaft. Ich will ein Immortal Kid haben. Ich meine, Diaspawner sind zwar nicht schlecht, aber. Und jetzt Storm Generator. Ja, genau. Irgendwas Cooles, aber. Naja, ich habe noch nie was OPs daraus bekommen. Oh. Alles auf. Als ob. Als ob wir jetzt einen Storm Generator da rausbekommen haben. Als du es gerade gesagt hast, sag mal Immortal Kid für Nekromant. Oh, ein Deck of Cards. Wie OP. Falls irgendjemand weiß, was man mit denen machen kann, sag mal Bescheid. Die öffnen wir jetzt gleich. Ja, die öffnen wir jetzt gleich. Ich kann das nur auf meiner eigenen Insel machen, darum schenke ich dir das jetzt mal. So, jetzt seht ihr hier vorne. Kommen super viele neue Kisten mit jeder Menge Papierkram drin, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Naja. Womit wollen wir das nächste weitermachen? Ich würde sagen, ja genau, wir nehmen die Orseed Boxes. Ich gönne mir mal einfach die hier. Und mach dir einfach beide auf. Einfach beide, okay. Es dauert aber eine Weile. Also, kannst du eigentlich schon machen. Oh, nein! Ah, das war so knapp an der Buried Treasure vorbei. Man kann Bow. Ja. Diese Buried Treasure, gell? Ich will davon unbedingt mehr haben. Die hat auch so eine richtig nice Animation. Oha, ich habe eine Emerald Block Seed auf Level 3, 20 Emerald Blöcke. Das ist noch eine Orseed Box. Yes, noch eine Orseed Box mit 3 Erzen. Achso, ich hab nur. Das heißt, ich habe jetzt bis jetzt plus minus 0 gemacht. Oh nein, bitte kein Kohle oder Eisen. Nein. Ich habe 500 Kohle in Spawnern bekommen. Und 120 Eisen. Ernsthaft, das ist so unlucky. Eisen ist, vor allem wenn man 6 Eisengolems spawnen hat, so useless. 10 Emerald Erze. Na gut. Hast du schon geöffnet? Was kam bei dir raus? 100 Diamond Ore. Och Mann, schon wieder Kohlespawner. Also bisher haben wir 16 Kohle aus Spawner auf Level 5.
Alles klar. Oh, nice. Ich hab Emerald Ore Spawner auf Level 5. Das ist nice. Vor allem, wenn man so eine nice Glück 5 Spitzhacke hat. Und nochmal 3 Level 1er. Also Emeralds sind jetzt schon nicht so rare gerade. Nein, bitte keine Kohle. Okay, Diamond Ore Spawner. Besser als Kohle. Alles ist besser als Kohle. Ich weiß nicht, wo sieht man denn, wie viel es noch ist? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich gar nicht gesehen. Oh nein. Also wir haben jetzt noch 4 und ich habe Gold bekommen. 50 Gold. Yes! Ein Soul Sand sieht auf Level 4. Das ist nice, ist denn Soul Sand ist ziemlich wertvoll hier. Ja. So, was möchte ich denn noch so bekommen? Also, ich wollte jetzt nicht unbedingt nochmal Gold bekommen. Aber na gut. Ach man, das ist so unlucky. Komm. Yes, wir haben 5. 5 auf Level 2. Naja, gut. 60 Emerald Erze geht. Aber es gibt Besseres. Nochmal 10 Gold Erze. Yay. Und passiert jetzt was oder leckt es? Kann ich jetzt rausgehen? Ja, jetzt kann ich rausgehen. Okay, ich habe noch eine Level 3er. Da muss jetzt was OPs drin sein. Ich meine, wenn du eine Ore-Seed-Box aus einer Ore-Seed-Box rausbekommst, da muss doch was Gutes drin sein. Okay, Diamond Spawner auf Level 3. Das geht. Wie schon die Kohle-Ore-Seeds kommen. Ja, vermutlich kommt halt wirklich eine. Na, als ob. 10 Kohle-Ore-Spawner auf Level 5. Mann. Wir kaufen jetzt alle, okay. Nice. Also an den Spawnern gibt es ein paar nice. Vor allem die Emerald Spawner finde ich gut. Die werde ich nochmal platzieren, mal sehen, wie viel dann insgesamt rauskommt. Okay, also, kommen wir zu den wirklich wertvollen Sachen. Nee, Enchanting Crits. Zu den besten. Also ich habe schon im Inventar. Was denn? Was denn das? Das absolut beste. Oh ja. Die vermüllen auch zum Glück kein Inventar. Ich glaube, ich cutte das aber mal raus. Während ich die öffne und zeige nur das Ergebnis. Okay, hab jetzt mal so alle geöffnet und ihr seht, es kommt einfach wirklich nur Crap raus. Also, ich hoffe eigentlich, dass ich meinen Namen da mal rausziehe. Aber, da muss man offensichtlich sehr viel Glück haben. Also, mehr Glück als ich habe. Ja. So. Dann, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt die Name Fragment Crates. Enchanting Crates. Erstmal die 4-1er. Denn da kann wirklich gutes Zeug rauskommen. Lol, Piken mutet sich gerade irgendwie oder ist gemutet. Oh, Blattsack. Das ist nice. Ich guck mal kurz, was mit Piken ist. Okay, ich glaube, der ist gerade AFK. Nein. Oder hat keine Lust mehr mit mir zu reden. Warum höre ich eigentlich plötzlich keinen Sound hier? Hä? Was geht denn hier gerade? Also, ich höre dir. Okay, sorry Leute. Ich würde einfach mal sehr stark vermuten, dass ihr Pike gehört habt. Ich hatte nur versehentlich auf lautlos gestellt. Oh lol, Sharpness 5. Das ist mega OP. Das ist ja sowas von OP. Das kann ich auf mein Schwert packen. Mein Schwert hat nur Sharpness 4. Also, ja, das ist richtig OP. Ja, das ist gut. So, jetzt habe ich hier noch eine 10er Enchanting Crate, da muss was Gutes rauskommen, allein schon, weil die so wertvoll ist. Ich fände es eigentlich cool, natürlich kommt nichts Gutes raus, Velocity 2. Ich fände es eigentlich cool, wenn die Wahrscheinlichkeit an guten Büchern, oh nice, Fire Aspect, das ist cool. Das kann man sehr teuer verkaufen, für 1 Million etwa. Wenn man es auf ein Schwert gepackt hat, natürlich nur für den Enchanting Challenge. Ich fände es cool, wenn die Chance steigt, dass man Legendary-Sachen rausbekommt, wenn man eine höhere Box hat. Also wenn man 10 hat, dann ist die Chance viel höher, als wenn man 1 hat. Wäre irgendwie sinnvoll, weil die halt viel seltener ist. Okay, Burn, naja. Mhm. Oh, das Perish, das ist auch cool. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber es wird ziemlich teuer verkauft. Efficiency 3, okay. Fire Aspect, danke, dass du mir wieder gegeben hast. Und Parish 1. Hä, noch eins? Waren es nicht jetzt schon 10? Ich dachte, es waren jetzt schon 10. Okay. Und Unbreaking 1. Hä, was noch eins? War das eine 15er?
Das sind Waffen, die immer weitergehen. Hä? Nochmal? Nee, warte, hä? Was war denn das gerade? Hä, habe ich nochmal Sharpness 5 bekommen? Hä? Warte. Habe ich gerade Sharpness... Ich habe zweimal Sharpness 5 bekommen. Das ist nice. Das ist richtig nice. Darüber freue ich mich jetzt. Das hat sich das erste Mal im ganzen Opening richtig gut gelohnt. Was hast du so bekommen? Das ist nice. Ich habe ja, ein bisschen Shellback bekommen, ein bisschen Lambert, der so. Genozide und nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Warzone Crates, oder? Okay. So, weil es eh lange dauert, hier kriegst du 8 Stück, ich nehme mir die anderen 9 und ja, ich glaube, ich kommentiere nur ein paar von denen, es sind halt ziemlich viele. Du hast den Potion. Okay. Das ist nice. Erstes... Oh, Protection 4 okay, ja, Boots. Ich hab eine bitte nicht die Spells und bitte nicht das Gold, bitte den Kill. Na, ich hab ein Stack Gold aus einer Warzone Crate bekommen. Erster, für ein Stack Gold, da gehe ich eine Minute in die Warzone und hab das wieder. Killtracker und das Schwert, bitte. Nein, was, ich wollte wissen, was das für ein Schwert war. Na gut, aber der Killtracker ist auch ganz nice. Ich hab Kohle-Ohrsitz bekommen. Immer diese Kohl-Ohr-Seeds, die sind so unnötig. Ja. Headshot 1, ja, geht. Ist nicht gut, aber geht. Lass die Enchanting XP, die brauche ich. Yes! 5000 Enchanting XP, das ist gut, denn ich verzauber mir immer so selbst Sachen, wie zum Beispiel meine Spitzhacke, und da braucht man halt teilweise 60 Level. Los, Sharpness 6, bitte! Nein, ich bin 1 an Sharpness 6 vorbei. Oh Mann. Sharpness 6 wäre so... Was? Ich habe Sharpness 6 bekommen und habe gedacht, dass es 1 vorbei war. Und in Wirklichkeit habe ich Sharpness 6 bekommen. Ich habe Sharpness 6. GG, das ist so OP, Sharpness 6. Ich meine, du machst jetzt hier schon 9,5 Attack Damage. Wie viel machst du dann bitte schön mit Sharpness 6? Hm. Okay, ich muss sagen, Warzone Crates, die lohnen sich richtig, aber... Ich will ja jetzt auch mal was richtig OPs rausbekommen. Also das richtig... Als ob, wie viele Skydrops sind denn jetzt? Vorhin war schon einer... Also während des Openings waren jetzt schon 3. Einmal in einem Cut, einmal ganz am Anfang. Aber ich will da jetzt eigentlich auch nicht hingehen. Ich bekomme die ganze Zeit Spitzhacken. Echt jetzt? Okay. Ja. Ich habe einen Blacksmith Schematic bekommen. Ich glaube, das ist diese... Also Blacksmith Schmiede, aber... Ich glaube, ich habe die schon einmal gesehen. Ich denke, die sieht richtig nice aus, wenn es die ist, die ich denke. Was ist das? Guillotine 7? Ja, kann man mal machen. Aber brauche ich jetzt nicht so direkt. Ein Stack Emerald Blöcke, bitte. Yes, ein Stack Emerald Blöcke. Ein... Nice. Sturmgenerator, bitte, bitte. Nein. Was ist das für eine Kiste? Eine Buried Treasure, die will ich eigentlich haben. Die sind so das cool, die Teile. Orseed Boxer, können wir gleich nochmal eine öffnen. Und dann, um dann 5x10 Kohl-Ohr-Spawner zu ziehen. Bitte das Schwert Blade of the Immortal. Yes! Blade of the Immortal. Nice. Shatter 7, Sharpness 6, Looting 4, okay. Meins hat, glaube ich, auch Looting 4, ja. 25 Magnets, aber gut, das Blade of the Immortal macht das wieder weg. Oh, so knapp eine Immunity auch für 10 Minuten vorbei. Immunity Orb für 10 Minuten, das ist natürlich auch nice. Bitte das Dragon-Teil. Yes, Dragon ist so cool. Das will ich unbedingt auf meiner Insel haben. Sieht so richtig cool aus. Ja. Also ich muss sagen, jetzt habe ich gerade richtig Glück. Es kommen genau so Sachen raus, wie die ich haben will. Okay, jetzt nicht. Ein Stack Emerald-Blöcke, Frosty... Emerald-Blöcke, Frosty-Boots, Blade of the Immortal, Dragon Paper Schematic. Ich habe Diamond-Boots mit Protection 2. Hauptgewinn. Oh, hier kommen wieder Kohl-Ohr-Spawner. Nein, ich bin 2 am Body of the Immortal vorbei. Jetzt habe ich Protection 1, Protection 10 Warrior Merchant Helm. Und ich werde in 47 Sekunden wegen Afghanis gekickt. Emerald-Ohr-Spawner, ja. Oh, ich will den Fire Blaster haben. Nein, schade. Barbarian Helm. Ich also, habe 50.000 XP bekommen. Lol. Item oder normale? Normale XP. GG. Ein Item XP Booster für Schaufel. Oh nein.
Was ist das für ein Schwert? Noch ein Blade of the Immortal? Nee, für Pix. Bitte? Na, ist ja schon vorbei, aber... 10 Schweinespawn-Eggs? Ja, das kann man auch machen. Ist auf jeden Fall OP, weil wir auch nicht insgesamt 20 Schweinespawner oder so haben. Ich habe 2-mal Paper Schematic Dragon bekommen. Ach man, wieso habe ich jetzt so viel Pech? Ja, der wäre ein Opportunity gewesen. Los, die 20er Enchanted Crate, schade. Okay, ein Stack Arcane Dust. Damit kann ich dann doch leben. Das ist nice. Oh, Seedbox, bitte. Oh nein, Invisibility Potion. Komm schon, irgendwas Nices. Zum Beispiel dieses. Okay, oder Legs of the Immortal. Oder ein Stack Emerald Blöcke. 2 Stacks Emerald Blöcke. Und jetzt noch so einen 5er Ohrseed-Box hinterher. Da kommt jetzt bestimmt nochmal Emerald Block Spawner oder sowas raus. Ach nein, es kommen natürlich 5 Gold Ohr Spawner auf Level 3 raus. Und natürlich nicht zu vergessen die 5 Kohl Ohr Spawner auf Level 5. Mit 500 Kohleerzen. Dafür bin ich natürlich an den ganzen Emerald-Spawnern vorbei und habe einen Level 1 Dia-Ohr-Spawner bekommen. Hey, wie viel Pech habe ich denn jetzt, bitteschön? Komm, die Emerald-Spawner. Wenigstens etwas Gutes. Aber die 2 Sticks Emerald-Blöcke, die sind schon nice. Also, da kann ich nicht meckern. Und noch mal gut, 25 Emerald-Boss. Ist jetzt nicht so toll, aber... wo waren die Spawner? Hey, hast du hier was rausgenommen? Was? Hast du hier was rausgenommen? Hä? Ich meine, ja richtig. Naja, ich meine, nur weil diese Kiste hier so. Lol, ein Trill. Mhm. Ja, ich hab den ein bisschen aufgeräumt. Ach so, okay. So, was fehlt jetzt noch? Wir haben hier einmal den Magic Timber und die Buried Treasure. Darf ich den Magic Timber machen? Eigentlich wollte ich den machen. Kannst du machen? Naja, du kannst es dann in der Aufnahme, ja. Okay. Also, Start Game. If you quit or early, bla bla bla, okay. So, ich muss jetzt gucken nach Saplings. Nein, warte. Hä? Das und... So, ich muss gucken nach mehreren, nach dreien in einer Reihe oder sowas, also... Oder nicht dreien in einer Reihe, ich weiß nicht, wie viele von euch Candy Crush kennen, aber ich glaube, das ist so, dass man hier immer... So, wenn drei in einer Reihe sind oder sowas was machen muss, oder? Hä? Wieso geht das jetzt? Hä? Warte. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das und das müsste doch eigentlich das und das gehen. Selecten? Was soll ich denn jetzt selecten? Hä? Ich habe noch kein Item gewonnen. Hä? Nein! Hä, das... noch irgendetwas. Hä, das funktioniert halt irgendwie gar nicht. Man muss doch eigentlich jetzt diese hier auswählen. Oder muss man noch ein anderes auswählen, was dann auch geht? Krass. Okay, ich habe die total verkackt. Ich überlege, ob ich das rausschneide. Hä, aber ernsthaft? Ich habe das irgendwie gar nicht kapiert. Wie soll ich jetzt öffnen? Ja. Place. Komm, da wird jetzt was Gutes rauskommen. Das weiß ich. Okay. Es muss jetzt was Gutes rauskommen. Mach, platzier sie einfach. Warte. Nee, ich muss ein kleines Podest rauskommen. Boah, aus Cobblestone. Aus Cobblestone. Ich glaube, es wäre ehrenvoll, das auf dem schönen Birkenholzboden zu platzieren. Jetzt mach. Warte, da habe ich eine Lösung. Ey, diese Aufnahme geht schon etwa 20 Minuten, würde ich mal schätzen. So, was wird rauskommen? Was wird rauskommen? Ja, die Animation ist geil gemacht. Du hast den Ohrpuff. Oh mein Gott. Feuerwehr! Ja, das ist so etwa das Beste, was man auf dem Server bekommen kann. Zeig mal, was ist denn das für eine? Ja, nicht schlecht, nur 12 Minuten. Ja, nur 12 Minuten. Schade. Nun hast gut. Du das ernst gemeint? Nein.
Eine Mushroom Cow. Okay, mal gucken, was haben wir bekommen, so als Fazit. Ich gönne mir mal hier so ein paar von diesen Emerald Spawnern. Und die Dia Spawner, also so zum Gucken, was ist das? Beziehungsweise wie viel ist das? Ja, gut, so ein paar Sachen, die jetzt nicht so gut sind. Hier Storm Generator, der ist nice. Jede Menge gute Enchantings. Dann noch mehr von denen. Davon was. 2 Stacks Emerald Blöcke, die gehe ich gleich verkaufen. Die ganzen Drills, beziehungsweise Spitzhacken sind gut. Und ja, ich würde sagen, Storm Generator gönnen wir uns irgendwann mal. Die Emerald Spawner, die place ich jetzt mal, macht ein bisschen Money mit. Packen kriegt natürlich auch was ab. Und noch all die Economy-Tickets hier. Ja, genau, stimmt. Wie viel sind denn die Economy-Tickets insgesamt? Darf ich die mal zu? Darf ich die einlösen? Ja. Alle? Und 2x die Dragons. Ja. So, hier, zack, 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 zack. Gut, ich habe jetzt 750k. Davon können wir uns weitere Zombie-Spawner kaufen. So, halbes Inventar voller Emeralds. Gehe ich jetzt zum Spawn und das wird jetzt das letzte sein, was ich für diese Folge mache. Ich hoffe, euch hat dieses große Opening gefallen. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Vor allem, weil wir einen Storm Generator rausbekommen haben und das Blade of the Immortal. Das ist richtig cool. Und weil ich jetzt, keine Ahnung, 2 Millionen bekomme. Ja, fast 2 Millionen. Habe jetzt 2,6 Millionen Money. Was soll ich damit machen? Soll ich Fußbohner für unsere Insel kaufen? Ja. Okay. Das ist ja ganz praktisch. Okay, ich hoffe, euch hat dieses schöne, riesige Opening gefallen. Ich weiß, es gibt größere, zum Beispiel 1-Stack Warzone Crates von Gennerson, aber, naja, einerseits ist das nicht deutsch und andererseits habe nicht ich das gemacht. Und ist gerade wieder ein Skydrop? Ja, ist ja klar. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss.